Okay, wir beweisen mal wieder eine Mengengleichheit, nämlich zu zeigen, A vereinigt B ist das gleiche wie A vereinigt B ohne A. So, das wollen wir mal formal beweisen. Aber am Anfang ist es nicht so schlecht, sich mal zu veranschaulichen, ob das denn gilt. Ne? Also hier haben wir A vereinigt B, okay, das können wir uns ganz gut vorstellen. Ne? Wenn wir jetzt hier zwei Mengen haben, A und B, dann ist natürlich A vereinigt B die Gesamtmenge. Ne? So, aber vielleicht gucken wir uns mal an, wie sieht das denn aus, wenn ich A vereinige mit B ohne A? Was ist denn B ohne A? B ohne A ist das hier. Ne, B ohne A. Naja, wenn ich das mit A vereinige, dann sieht man schon, dann kommt auch wieder die Gesamtmenge raus. Also das scheint das gleiche zu sein. Interessant oder spannend wird es natürlich mal zu gucken, wie kann man sowas formal beweisen. Diese Aussage hier ist äquivalent zu der folgenden Aussage. Für alle x gilt, x ist in A vereinigt B, genau dann, wenn x ist in A vereinigt B ohne A. Also x ist in der einen Menge, genau dann, wenn x in der anderen Menge ist, damit sind die beiden Mengen gleich. So, die beiden Aussagen sind äquivalent. Das heißt, wenn wir das hier zeigen, haben wir das auch automatisch gezeigt. Also wir können uns jetzt vorstellen, wir versuchen das hier mal zu zeigen. Ne? So, die Mengengleichheit ist ja so definiert. Gut, das ist eine Allaussage. Nehmen wir mal x ein festes, aber beliebiges Element. Und jetzt müssen wir zeigen, dass diese Äquivalenz gilt. Das heißt, wir müssen also, das kann man wieder ganz standardmäßig machen, so wie wir das immer machen, oder oft machen, manchmal führen ja andere Strategien zum Ziel, aber in diesem Kontext haben wir das bislang immer so gemacht. X Element A vereinigt B, genau dann wenn, und jetzt formen wir das so lange um, bis hier unten rauskommt, x Element A vereinigt B ohne A. So. Und wir wissen, wir können von beiden Seiten loslaufen und uns in der Mitte treffen. Ne? Am Ende wird man, wenn man den Beweis liest, natürlich von links nach rechts lesen, aber bei der Beweisfindung hilft es manchmal als Strategie, als Problemlösestrategie, das Rückwärtsarbeiten. Okay, das werden wir gleich sehen. Fangen wir mal vorne an. X-Element A vereinigt B gilt genau dann, wenn was gilt. An der Stelle können wir mal die Definition nehmen der Vereinigungsmengen und die ist X-Element A oder X-Element B. So haben wir die Vereinigungsmenge definiert. So. Und das ist so eine typische Stelle, da weiß man jetzt nicht so genau, wie man weitermachen soll, um da unten hinzukommen, weil hier, das kann man ja eigentlich gar nicht mehr umformen, wirklich. Da muss man vielleicht irgendwas hinzu erfinden oder so, ja, und das wird schwierig. Also an der Stelle würde ich empfehlen, nee, nee, wir gehen mal von hinten nach vorne. Und formen das genauso um mit Hilfe unserer Definition. X-Element A vereinigt B ohne A, ist dasselbe wie X-Element A oder X-Element B ohne A. Jetzt haben wir die Vereinigungsmenge, die Definition wieder angewendet und jetzt können wir noch die Definition anwenden hier für die Mengendifferenz. Da haben wir hier x Element a oder so, das ist jetzt, müssen wir in Klammern schreiben, ne, weil das hier hinten ein Ausdruck für sich ist, der jetzt umgewandelt wird. X Element b. Was bedeutet b ohne a? X Element b und nicht x Element a. Also x ist in B und x ist nicht in A. X ist in B und nicht in A. Ne, das ist genau diese blaue Menge hier. Gut. Hier können wir schon viel mehr machen. Ne? Jetzt können wir hier beispielsweise, wenn man genau hinguckt, das Distributivgesetz anwenden. Ne, hier haben wir x Element A oder und hier innen drin. Und dann können wir das Distributivgesetz anwenden. Das machen wir mal. X Element A oder x-Element b. X-Element a oder x-Element b. Und, jetzt muss ich das Symbol hier nehmen, ne? Und jetzt wieder das hier. X-Element a
oder nicht x Element a. Also x Element a oder x Element b und x Element a oder nicht x Element a. Jetzt sieht man auch schon hier, der Teil ist identisch mit diesem hier. Jetzt müssen wir also versuchen, den hier hinten loszukriegen. Und das kriegen wir auch ganz einfach. Schaut mal her. Haben wir hier x Element a oder x Element b und x Element a oder nicht x Element a. Das gilt ja immer, ne? A oder nicht a, sein oder nicht sein. Das ist keine Frage, sondern da lautet die Antwort immer, gilt immer. Ne? Also diese Aussage hinten ist immer wahr. Entweder ist x in a oder x ist nicht in a. Das ist immer wahr, also können wir hinschreiben und wahr. So, und jetzt müssen wir nur noch das und wahr loswerden. Und wahr, das kann man ja unter den Tisch fallen lassen, ne? Weil die Gesamtaussage ist genau dann wahr, wenn diese Aussage hier wahr wird. Denn wenn diese Aussage wahr wird, dann ist auch die Gesamtaussage wahr, weil hier hinten steht ja immer wahr. Ne? Und wahr, das tut nichts zur Sache hinzu. Ne? Wenn das hier vorne falsch ist, ist die Gesamtaussage falsch. Wenn das hier vorne wahr ist, ist die Gesamtaussage wahr. Also die Gesamtaussage ist genau dann wahr, wenn der vordere Teil wahr ist. So, und insofern kann ich das und wahr hinten wegfallen lassen. Ja, dann sind wir doch soweit, ne? Und jetzt kann man, das ist sozusagen die Tücke beim Lesen von Beweisen. Wenn man das jetzt so hinschreibt, ne, dann kommt jemand und sagt, ah, x-Element a vereinigt b, genau, dann mein x-Element a oder x-Element b, das verstehe ich noch, ne, das liegt an der Definition. Genau dann, wenn und wahr. Wie kommt man jetzt da drauf? Wie ist derjenige da drauf gekommen, der den Beweis gemacht hat, dass da hinten und wahr steht? Naja, kein Mensch, ja, würde das von vorne nach hinten beweisen, hinten und wahr hinschreiben, sondern man geht eben genauso vor, wie ich es gerade gezeigt habe, von hinten, von vorne, man versucht sich da irgendwie anzunähern. Am Ende hat man dann eine Lösung, kann man nochmal sauber hinschreiben in der Form und ja, dann wundern sich die Leute, wie man da drauf gekommen ist und manche Mathematiker nutzen das natürlich auch ganz gerne, um zu zeigen, um die anderen ein bisschen zu foppen. Ne? Sagt der Motto, ja, wie kommt man da drauf? Ja, das ist natürlich Intelligenz oder so. Ne? Das ist natürlich nicht Intelligenz, sondern das ist einfach ja, strategisches Anwenden von Problemlöseverfahren, ne? Und ja, Intuition hier und da mal ausprobieren, in Sackgassen laufen und so. Und am Ende hat man dann einen Beweis da stehen, den man nur schön hinschreibt. Okay.